Resident Evil 5. Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Freunde der geschlechtsorgananregenden Familienunterhaltung. Wir sind zurück mit Resident Evil 5 und spielen mal wieder ein Kapitel, was wir schon mal gespielt haben, wo aber mal wieder die Aufnahme in die Hose gegangen ist. Ja. Es entwickelt sich noch zum Evergreen, glaube ich. Ja, genau, zu einer endlosen Schleife. Ja, wir könnten also dieses Spiel dann am Ende viermal durchgespielt haben insgesamt. Ja, auf allen Schwierigkeitsgraden. Ja. Ja, also wir sind gespannt. Also wir kennen das zwar, aber wir wissen nicht so wirklich, was auf uns zukommt. Wir sind gespannt, was als nächstes passiert. Genau. Dieser Spannung schließe ich mich an. Ja. Gut, gut. So, wir waren im Kultbereich, ne? Ja. Auf jeden Fall das Kapitel mit. Auf jeden Fall das Kapitel, was nach dem letzten kommt, was ich hochgeladen habe. Oh shit, ich habe ja immer die Standardklamotten angezogen. Na, egal. Oh, dann können die Leute gar nicht dein tolles Kostüm sehen. Ja. Upp, ich habe dich aus Versehen in den Rücken geschlitzt. Ja, danke schön. Dafür nehme ich die Munition nie weg. Ja. Ich frag mich, ob die uns versucht, mit dieser Kugel da oben zu blenden. Ja, das ist eine gute Frage. Also man kann sich da nicht zu sicher sein, ne? Ja. Hier gibt es drei Aussparungen. Ich frag mich, ob wir da was einsetzen müssen. Ich frag mich, also, wenn ich jetzt hier lang gehe, ob da nicht gleich so ein fetter Sonnenstrahl mich versucht zu grillen. Der von dieser Kugel da kommt und durch diese Linse da reflektiert wird. Die von einem Mann gesteuert wird. Ja. Das wäre eigentlich. Ich wollte gerade sagen, unglaubwürdig. Sag, oder was sage ich? Mann! Ich wollte sagen, infiziert. Ups, na sowas. Wie kann das denn bloß passieren? Oh, fuck off! Bombardierung. Schön Flashkick gegeben, oder? Ja. Hast du ihm vorher noch gesagt, I'm not going home. Magnum-Munition voll, ja. Gelegentlich passiert es, dass ich voll bin. So, ich habe mal das Meer-Emblem eingesteckert. Du hast noch ein grünes Kraut, ne? Weiß nicht, ist das gemischt oder grün? Ja, doch, ein grünes habe ich noch, ja. Ja, aber hier noch ein rotes liegt. Dann kannst du. Warte mal, ich habe noch eine Granate, die benutze ich mal bei den Gegnern hier, dann kann ich das rote mitnehmen. Okay, okay. So, jetzt gucken wir mal, wo sind die Gegner? Die kommen alle von da oben. Auch der große Mann, der Tiger Uppercut, ne? Oh ja, dann schießen wir gleich erstmal die Klötze, ne? Ja, ich wollte dir das nicht vorwegnehmen, dass du deinen Tiger Uppercut nicht machen kannst, aber. Ja, der ist schon. Du hast ihm schon noch ein paar mitgegeben. Ich hab gerade gewundert, warum er so schnell kaputt ist. Thank you.
So. Was? Didi. Ah, er hat Pistolenmunition gedroppt. Ja. Und ich hab sie ihm weggenommen. So. Achso, so, jetzt hast du Platz, dann kann ich dir das Crawl-Out geben, ne? Nee, Platz habe ich leider nicht. Was tun? Genau, ich gebe dir mal meine Pumpkin-Munition und du gibst mir dann dein Kraut. Ja. Ja. So, kombinieren und zack. Von hier kann man keinen von diesen Typen sehen, glaube ich. Nee, da ist die Mauer im Weg. Ja, das hatten wir neulich schon, das Problem, dass wir die gesucht haben. Irgendwie einen haben wir platt gekriegt, aber die anderen nicht, ne? Ja. Da ist schon was her und ich weiß nicht, irgendwie weiß gar nicht, ob das auch wirklich da passiert ist, aber irgendwie sowas kann da wohl gewesen sein. Ja, aber ja. Ich kenn das hier noch nicht. Ah ja, stimmt, ja. Ja, dann war muss ich das irgendwie auch bei wem anders schon mal gesehen haben, ne? Das könnte auch sein. Ja, so wie Punch-Out, ne? Ja. Oh, scheiße. Oh. Ja, das war äußerst sehr unklug. Ja, wir haben gerade diese Nische nicht genutzt, die ich jetzt nutze. Ja. Und nehme Gold ein wenig. Oh, scheiße, ich stehe direkt unter dem Kern. Kann ich den von hier aus treffen? Oh nein, fuck! Ja, das ist super. Ja, super, dann benutze ich mal. Ach nee, das wäre sie. Gut, ich wollte das nicht. Ja. Ja, wir müssen hier in die. Irgendeinen von diesen Pennern sehen? Das Spiel haben sie natürlich extra so gemacht, dass das extrem einfach ist. Ist ja ganz klar. Man soll die ja möglichst schnell kaputt kriegen. Ja, auf jeden Fall fängt das Ganze mal wieder, wie es fast, ich wollte gerade sagen, typisch ist bei der ersten, beim Anfang einer Session. Sehr, sehr gut. Uah! Die erledigen hier die paar Gegner für uns mit ihren Laserstrahlen. Da kommen jetzt schon wieder zwei. Ja. Toast. Ja, ich habe leider keine vernünftige. Warte mal, ich gucke mal, ob ich hier irgendwen sehe. Ja, den einen sehen wir jetzt gleich hier von der rechten Seite. Warte, ich schalte den eben aus. Kann ich von hier nämlich, dann hast du es ein bisschen leichter da. Zack. Ah, okay. Ach, das war das oben, das, was links oben war, ne? Ja. Ja, genau, okay. So, jetzt muss ich nur noch gucken. Ich glaube, wir mussten hier lang. Na, mach. Ja, den anderen, den haben wir irgendwie nicht erwischt. Aber egal, können wir uns gleich drum kümmern. So, du musst jetzt hier auf die andere Seite springen. Ah, ja, ja. Dann kommen noch ein paar Freunde vorbei. So, die Freunde bringst du jetzt auch mit hier. Ja, selbstverständlich. Das war sein Kopf. Dreht er nochmal ein paar Runden.
keine Gewehr. Oh, ich brauche mehr Munition. Verdammte Scheiße. Was das heißt, ich muss nächste Level dringend meine Wumme aufwerten. I must break you. So. Ja, zumindest hier ist jetzt, sind jetzt ja keine mehr. Ich gehe schon mal zur anderen Seite rüber. Vielleicht sehe ich den Typen ja durch Zufall dieses Mal. Und setz dabei schon mal die beiden Embleme ein. Okay, hier haben wir das. Achso, ich habe kein Scharfschützengewehr dabei. Ah. Nicht, dass man ihn so einfach von hier erledigen konnte. Ich schau mal von da, wo ich gerade bin. Vielleicht läuft das irgendwie. Zwei sind das sogar, ne? Dann walk ich erstmal over zu dir. Ich weiß, von wo man ihn erledigen könnte. Tatsächlich. Ja, ich sehe da so ein kleines Stück Karte oben in der Ecke, wo wir noch nicht waren. Ich glaube nicht, dass man von hier dahin kommen kann. Ja, fuck. Ja, am besten kommen wir mal wieder irgendwie zueinander, das wäre ganz praktisch. Bin nach ein paar, nach einer kurzen Zeit Spielpause mal wieder ein bisschen betriebsblind. Oh! Leck mich doch. Wow. Oh, Scheiße. Oh, klasse, jawohl, jawohl, das läuft ja mal sowas von gut. Wo steht der Mensch? Da. Mann. Ist noch was zum Schrot oder so? Aber warte, ich benutze mal ein grünes Kraut, dann kann ich das da vorne nicht mitnehmen. Ich habe auch noch grünes. Kannst du das grüne Kraut gebrauchen von mir? Nee, ne?